hallo alle miteinander. In 2 Tagen endet die 3. gemeinsame Woche mit Sissy und mir. Mit vollen Namen heißt sie Equiteams Whisper und trägt die Tech Nummer 3979. Das letzte Video-Update war ja von der 1. Woche und da hatte sie sich leider ihres Strickes entledigt, also der ist irgendwie aufgeflattert. Und deswegen hatte ich dann auf einmal eine vergrößerte Challenge, weil ich mit ihr frei arbeiten musste, beziehungsweise weil ich frei probieren musste, an sie heranzukommen, sie anfassen zu dürfen, was sie gar nicht zugelassen hat, was ihr auch jetzt immer noch Probleme bereitet. Es geht zwar alles viel besser, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie 100%ig sich öffnet und mir vertraut, weil es braucht immer noch große Überwindung für sie. Habe es aber im Endeffekt dann geschafft, einen Strick wieder ranzubekommen. Habe auch den langen Strick dann schnell gegen ein kürzeres Stück ausgetauscht, wo ich sie auch mitgreifen kann. Das ist so eine abgefressene Hundeleine von einem Freund von mir, damit sie eben nicht ständig auf den Strick tritt. Das ist auch super unangenehm. Und sie hat jetzt eben nur noch dieses kurze Stück dran. Damit kann ich sie zuverlässig greifen auf dem Paddock. Der nächste Schritt ist eben jetzt für uns, dass ich das ganz abmache. Also ich versuche jetzt jedes Mal, wenn ich zu ihr gehe, direkt an diesen Ring zu kommen, der an ihrem Halfter ist, ohne nach dem Strick zu greifen, dass sie eben merkt, dass ich sie dann wieder anstricken kann, sozusagen. Für uns war der Strick ganz besonders wichtig, weil ich dann mit ihr auch endlich mal wieder ihr Paddock verlassen konnte und mit ihr Rasen gehen konnte, mit ihr auf einen kleinen Reitplatz gehen konnte, ihr neue Dinge zeigen konnte. Und darüber habe ich mich riesig gefreut, dass das geklappt hat. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Panel-Auslauf auf der Wiese gebaut. Normalerweise steht sie hier auch frei ohne mich, aber für das Video habe ich jetzt nochmal an die Longe genommen und kann halt hier fressen. Der nächste Schritt ist natürlich, dass sie auf eine größere Wiese kommt, dass sie sich eben von mir einfangen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Moment ist das auch hier, wo sie eben auf Gras steht, noch problematisch. Sie läuft eben erstmal vor mir weg, bevor ich sie dann wieder greifen kann. Und das sind so unsere Pläne für die nächste Woche, dass sie eben richtig auf die Wiese gehen kann, nicht nur auf das kleine Stück, dass sie vergesellschaftet wird. Ich möchte sie sehr gerne mit meinem Spaniel zusammenbringen. Habe das auch schon mal ein bisschen so an ihrem Paddock versucht. Ist jetzt noch nicht so 100%ig interessiert, weil sie eben noch sehr reserviert mir gegenüber ist und ich natürlich an meinem Pferd dran stehe. Das Ganze geht jetzt schon einfacher als vorher. Des Weiteren kann ich sie jetzt auch so am ganzen Kopf anfassen. An den Ohren war ich noch nicht, aber Ganasche, Stirn, Nase, hier drunter, das funktioniert alles. Ich kann auch an ihre Tech-Nummer gehen. Das heißt, in den nächsten Tagen möchte ich auch die Tech-Nummer abschneiden und möchte mich dann vom Hals weiter über den ganzen Körper vorarbeiten mit dem Anfassen. Dann natürlich auch an ihre Beine, damit sie endlich zum Hufschmied gehen kann. Und hoffe, dass das alles so gut funktioniert. Wir machen kleine Fortschritte, also es ist jeden Tag ein bisschen mehr, aber das Eis ist meiner Meinung nach noch nicht gänzlich gebrochen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen mehr Vertrauen ihrerseits. Sie bekommt die Zeit von mir. Wir hatten auch das Angebot, ob wir in 2 Wochen zusammen auf die Equitana fahren möchten für das Mustang Makeover und haben uns aber im Endeffekt mit dem Veranstalter zusammen eben dagegen entschieden, weil sie einfach noch nicht so weit ist, weil sie meiner Meinung nach hier noch richtig ankommen muss. Das hat sie irgendwie immer noch nicht, dass hier alles für sie eben zu Hause ist. Und ich finde es dann persönlich schwierig, einem Pferd dann eine Fahrt und wieder neue Umgebung zuzumuten, die ganzen Leute, die da sind, und in den Ring zu gehen und gar nicht zu wissen, was eigentlich los ist. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und ist zwar eigentlich als Vorbereitung für dieses Finale in Aachen wichtig, finde ich, dass sie so eine Atmosphäre kennenlernt, aber erst wenn sie hier auch wirklich zur Ruhe gekommen ist und wenn sie mir vor allen Dingen vertraut und dann mit mir eben in diese fremde Umgebung gehen kann und jetzt nicht einfach da reingeworfen wird und gar nicht weiß, an wem sie sich orientieren soll. Das machen wir nicht. Und ich persönlich lerne im Moment, die Dinge nicht als selbstverständlich anzusehen. Und zu merken, was es doch eigentlich für ein Geschenk ist, dass unsere domestizierten Pferde alles zulassen, was wir von ihnen wollen und sich überall anfassen lassen. Und ich merke eben jetzt zum ersten Mal, dass das einfach nicht normal ist.
sondern eben was Besonderes. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Rückblick unserer letzten beiden Wochen gefallen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.